Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Grounded. So, wir wollten ja heute abtauchen. Ich habe mir aber überlegt, wir könnten ja eine Werkbank aufbauen, damit wir uns noch vor der Reise ins Unterwasserforschungszentrum, oder wie sich das schimpft, damit wir die hier noch bauen können. Obwohl, doch, brauchen wir eine Werkbank. Das heißt, wir stellen die nochmal eben hin. Die war hier. So, dafür brauchen wir 3 Grasplatten, 4 Sprösslinge und einmal Saft fehlt uns. Saft haben wir ja gleich hier vorne dran. Brauchen wir nicht ganz so weit laufen. Rasen ist auch gleich hier vorne. Und Sprössle. Wolle. Wolfgang ist unterwegs. Den müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Aber es gibt ja auch 2, ne? Hier vorne. So, 1, 2, 3 sind da. Die nehmen wir auf dem Rückweg mit. Wir suchen erstmal noch nach den 4 Sprösslingen. Oh. Oh, Wolle geht nach Hause. Oh, da ist ein Milchmolar. Den kann ich aber noch nicht abbauen. So. 2, 3, 4. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo ist denn Wolle jetzt? Jetzt haben wir ja Wolle kurzzeitig aus den Augen gelassen. Okay, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass er weg ist. Es kann auch sein, dass er hinter dem Trinkpäckchen ist. Und frühstücken müssen wir gleich einmal. So, 1, 2, 3 und weg. Aber wo ist der denn so schnell hin? Der alte miese Peter. So, dann bauen wir einmal schnell die Werkbank fertig. Die brauchen wir für die Flipflossen und dann können wir schon mal abtauchen. So, das haben wir gemacht. Einmal Frühstück. Oh. Das war gut. Einen Schluck trinken müssen wir auch noch. So, dann können wir uns jetzt ausstatten. Wunderbar. Und dann gehen wir einmal ins Wasser. Hier muss ja irgendwo der Koi sein, ne? Ich bin... Oh Gott, jetzt bin ich reingefallen. Ah, der ist ganz hinten. Kein Problem. Ich bin mir halt nicht sicher, ob der Koi... ob der uns überhaupt angreift oder ob man den einfach meidet, weil er so groß ist, der aber gar keine Gefahr darstellt. Okay, jetzt 4 Flossen und 2x Seegras, glaube ich, waren das. Holen wir uns erstmal das Seegras... Können wir gleich hier vorne abbauen. Dann müssen wir mal gucken, wo hier diese Wanzen sind. So, das waren 3. Wo? Oh, über uns. Unter uns? Da ist doch ein Schatten. Ah, vor uns. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Bam. Haariges Unterwasserungetüm. Du ekelhafter, du. Wasserspinnenbrocken. Oh, ich bin mal gespannt, was wir aus dem bauen können. So, jetzt brauchen wir aber erstmal eine Wanze. Hm, da ist noch eine Spinne. Da ist eine Wanze. Oh, die holen wir uns schnell. Und dann müssen wir, glaube ich, einmal Luft tanken. Hallo. Komm mal her. Du musst mir mal aushelfen. Eine Flosse. Der hat doch 2 dran. Warum kriege ich nur eine ab? Ja, ein bisschen, also... Ich möchte nicht sagen, dass das ökologisch irgendwie richtig ist. Da ist ja eine ganz schöne Verschwendung mit bei, ne? Oh, da kommt ein großer Fisch.
Ein großer, großer Fisch. Moby Dick. Ob wir Dr. Tully im Magen des Kois finden, zumindest seine verknöcherten Überreste, an einem Lagerfeuer und vielleicht so ein kaputtes Boot? Man müsste vielleicht mal Captain Ahab anrufen. Der muss den fertig machen. Das sieht halt mega geil aus mit diesem Ast hier unter Wasser. Oh nein! Komm schon, wie viel Pech kann ein Mensch haben? Ich sage ja. Und ich sehe halt nichts. Oh, da ist er. Dreht der ab oder kommt der nochmal her? Der dreht ab, ne? Seit wann sind denn die als Gang unterwegs? Ah, das ist so kontraproduktiv. Hier haben wir noch eine Wanze. Oh, du hast sogar Luft für uns. Das ist ja schön. So. Damit haben wir 2 von 4 Flossen. Das sind die Spinnen, Kaulquappe. Der Guppi ist da hinten. Dann fehlt mir jetzt noch... Mir fehlen jetzt noch 2 Wanzen. Und dann könnte man in die Tiefe abtauchen. Obwohl, wir können auch so abtauchen. Vielleicht finden wir ja da unten noch eine Wanze. Oder eine Spinne. Machen einen kleinen Bogen um die. So. Was haben wir denn hier? Da ist noch eine Spinne. Was ist das? Da glänzt was. Ach so. Ja, Seegras können wir auch mitnehmen. Oh, ich habe jetzt nicht mehr viel Luft. Müssen wir einmal schnell auftauchen. Die Kaulquappe kennt mein Problem. Der muss auch Luft holen. Ach. Hast du einer eine Marble? So, 2 Wanzen. Okay, ich sehe jetzt hier keine. Wir gehen erstmal runter. So, und hier ist irgendwo der Schlauch, ne? Und der geht in ein Loch. Und in dem Loch finden wir Knochen und... Hier. Knochen und Schuppen sollen da auch sein. Und so ein T-Rex. Den haben wir schon mal da. Wo ich hier... Hier kam noch irgendwo Luft, ne? Da. So, jetzt können wir einmal runter. Jetzt suchen wir uns Knochen, Schuppen. Falls hier unten vorhanden, holen wir uns auch noch eine Wanze. Sieht aber schlecht aus. Oh, hier ist aber dunkel. Hier ist aber dunkel. 1, 2. Gut. Eine Schuppe. Hier ist noch Ton, aber den will ich jetzt nicht haben. Hier ist noch eine Schuppe. Bin mal gespannt, was wir daraus bauen können. Ah, Knochen. Ist das hier? Das ist so. Gut, dann holen wir noch einmal Luft. Wir brauchen ja 5 Knochen für den Helm. Ich hoffe, wir finden das alles jetzt bei einem Tauchgang. War das nicht hier mit der Luftblase? Doch. Puh. Ich hatte jetzt kurzzeitig schon Panik, dass wir hier absaugen. Das Wasser nimmt mir die Luft zum Atmen. Gut. 1 Knochen. Knochen und Schuppen. Ist das hier schon die Forschungsstation? Kann ich mir die schon angucken? Ich weiß nicht, wie weit der Tunnel geht.
Nicht, dass mir die Luft nachher nicht reicht. Dann würde ich lieber erstmal den Blasenhelm haben. Aber das sieht ganz schön mau aus hier mit Knochen. Und ich habe halt auch kein Licht, ne? Science! Das ist Science! Oh, Luft. Oh, das könnte jetzt knapp werden. Wo ist dieser Riss? Oh nein. 5, 4, 3, 2, oh Gott. Eieiei, war das knapp. Das hätte mich jetzt aber dezent deprimiert, wenn ich deswegen jetzt gestorben wäre. So Millimeter bevor die Luftblase da ist. Aber hier scheint die Ausbeute an Knochen und Schuppen ziemlich mager zu sein. Aber die soll man halt nur, also wenn ich das richtig gelesen habe, sind die nur hier zu finden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ist das noch ein Knochen? Nee, ne? Nee. So eine Faser, die sind halt auch recht hell. Okay, dann müssen wir erstmal auftauchen. Vielleicht kriegen wir noch eine Wanze auf dem Weg nach oben. Die Luft kriegen wir auf jeden Fall nicht. Aber ich würde mir gerne noch mal eine holen. Ja, 15 Sekunden. Oh, wenn das jetzt nicht sitzt, ne? Hallo? Blubberblase. Bitte? Oh Gott. So, und hier kann man die Knochen und das nicht finden. Warum eigentlich nicht? Der Koi ist doch hier auch unterwegs. Oh nein. Oh nein. Apropos, der Koi ist hier unterwegs. Wo ist der? Gut, nicht auffindbar. Wir gehen einmal zu unserem Shelter. Ist auch keine Wanze mehr gewesen, oder? Kaulquappe, Kaulquappe. Nee. Na gut, schade. Dann packen wir das, was wir haben, erstmal ein. So. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir irgendwann bestimmt. Das müssen wir noch untersuchen. Das auch. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Müssen wir auch untersuchen. Und den Knochen lassen wir hier. Oh, wir müssen noch einiges untersuchen, ne? So. Dann nehmen wir einmal mit unsere Rüstung. Und Bogen, Pfeile haben wir dabei. Essen haben wir auch. So, hier passt noch einer rauf. Obwohl, wir können ja auch eigentlich, die sind ja fertig, ne? So. Braten wir die nächsten schon mal durch. Die können wir ja vielleicht auf unserer Reise gebrauchen. Dann würde ich nämlich sagen, wenn wir den Blasenhelm noch nicht kriegen sollten, irgendwo da an dieser Mauer, da ist noch ein altes Labor. Und dieses Labor beherbergt eine Waffe. Und diese Waffe wollte ich mir auch noch mit euch holen. Wenn wir jetzt die Wanzen noch nicht finden, wird ja auch langsam dunkel. Dann gucken wir erstmal, dass wir zu dem Labor kommen. Wir speichern vielleicht noch einmal. So. Haben wir hier einen Tropfen? Ja. Gut. Ne, da müssen wir nochmal abtauchen. Wir müssen ja den Helm erstmal zusammenkriegen. Aber vielleicht finden wir ja dann zumindest das Labor noch. Irgendwo hier bei dieser Holzpalisade. An der Holzpalisade in der Mauer.
stand da. In der Mauer, also in irgendeiner... Oh Gott, nein! Ah, nee. Eine Spinne. Das ist natürlich jetzt sehr praktisch. Vielleicht so ein Stein oder so, dass wir den wegnehmen müssen? Also auf jeden Fall müssen wir die da hinten wegkriegen. Dann könnten wir... Jetzt habe ich die Insektenaxt nicht mit, sonst hätte ich gesagt, wir hauen die Stängel hier weg. Dass wir uns da ein bisschen hocharbeiten. Aber da hätte ich sonst noch eine andere Idee, wie wir das machen. Mit Grasplanken, aber dafür müssen wir die Spinne wegkriegen. Ach, das sind jetzt zwei auch noch. Legen wir uns erst mit der großen an. So. Ich bin mir nicht sicher, kommt die hier hin? Kannst du hier rüberspringen? Nee, ne? Machen wir uns erstmal safe hier. Ah. Was ist das denn? Der ist unterwegs verhungert. Na, hast du Angst vor dem Wasser? Oh. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Pfeile reichen. Ich brauche einmal Ausdauer. Ohne Momento. Ich hoffe, die ist abgesoffen. Die geht mir jetzt nicht im Wasser auf die Nerven. Autsch. Gut, ich klebe hier ein bisschen fest. Macht aber nichts. Lol. Was ist das denn? Habe ich keine Pfeile mehr? Gut. Dann müssen wir auf Nahkampf gehen. Oder hier sind ja noch welche im Wasser. So, die holen wir uns einmal. Dann gehen wir wieder auf die Seerose. Wunderbar. So. Hast du die schon erholt? Nee, ne? Und. Die haben wir. Die haben wir und die andere ist abgesoffen. Oh, komme ich hier hoch? Ja. So, einmal die Pfeile wieder einsammeln. Die werden wir noch öfter brauchen. Wunderbar. Hier sind auch noch welche. Und hier hinten. Da haben wir aber schlampig geschossen. So. Ich hoffe, dass das insgesamt auch nur die beiden waren. Hier ist ein Spinnennetz da oben. Okay, hier soll irgendwo ein Labor sein. In irgendeiner Hube. Muss das ja denn sein? Oder ein Stein, der fehlt. Aber das würde man, glaube ich, ja sehen. Och nein, komm. Hör doch auf. Nee. Mist. Okay, irgendwo da. Vielleicht. Also, oh, oh.
Auf jeden Fall auf Höhe dieser komischen Palisade. Komme ich hier nicht hoch? Komme ich hier hoch? Komme ich hier rüber? Ja, gut, das hat geklappt. Aber wo? Vielleicht noch weiter hinten? Nee, ne? Auf Höhe der Palisade ist ein Eingang. Palisade ist hier. Mauer ist auch hier. Komme ich hier noch irgendwo höher? Kann ich hier hoch oder falle ich hier runter? Au. Das war nicht schön. Autsch. Sackgasse. Oh Gott. Ich hoffe, er kommt hier nicht rein. Oh, jetzt wartet er da vorne. Okay, mal gucken, ob wir hier ein bisschen abhauen können. Komme ich vielleicht auf die Milch hoch? Der schläft, den lasse ich... Ja, oder ich lasse ihn nicht schlafen. Dass man von da vielleicht gucken kann. Nee, komme ich auch nicht hoch. Hier rüber. Ui, das ist ja ein größeres Unterfangen, als ich gedacht habe. Auf die Milch, das wäre schon praktisch. Aber die ist zu schräg, ne? Ne, stürzt sich wieder ab. Oh nein. Alles ist gegen mich in diesem Spiel. Autsch. Oh Gott, ich bin fast tot. Das ist kein gutes Zeichen. Also wenn das so weitergeht, bin ich tot. Jetzt ist der Dicke da um der Ecke. Wenn ich zumindest wüsste, wo. Da! Okay, wenn das da ist. Just like a fruit pounder. Müssen einmal was essen. Das war auch ein bisschen Leben regenerieren. Okay, meine Idee wäre jetzt, ich arbeite mich da hoch. Die Knochen haben wir leider noch nicht zusammen. Aber wenn wir zumindest die Wunderwaffe haben, dann können wir doch schon zufrieden sein. Oh nein, mein Helm ist kaputt, oder? Ah, nee, ist er nicht. Ich habe nur nichts auf. So. 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 Jetzt können wir auch ein bisschen mehr schleppen. Wo war... Hier ist so eine Lücke, ne? Gut. Denn einmal gucken... Würde das gehen, wenn ich die... Ah, wird nicht unterstützt. Und wenn wir sagen, wir stellen hier eine Wand hin, brauchen wir eine andere, ne? Nee, die... Wenn wir da so... Und dann sagen wir, wir machen das Ganze hier auch nochmal. Okay, warte. Jetzt müssen wir erstmal bauen.
müssen wir eine Möglichkeit finden, wie wir da hochkommen. Und zwar so, dass uns am besten keine Tiere verfolgen. So. Einer geht noch. Dann nehmen wir den noch mit. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 und... Wer hätte jetzt gedacht, dass wir hier noch so großflächig bauen müssen? Aber das wird schon. Oh, nehmen wir die vier Stängel hier noch weg und dann könnte das vielleicht schon reichen. Und so. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oh. 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann müssen wir einmal auf den Stein. 1, 2, 3. Okay, so. Dann nehmen wir die Wand und setzen die hier hin. Aua, Mensch. Ja, du voller Stinker. Wieso kann ich denn das Ding nicht bauen? So. Wäre das zu weit? Nee, ne? Aber ob das von der Höhe her passt, das ist halt die Frage. Habe ich dich da eingebaut? Da würde ich mich ja freuen. Nee, habe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Was, mehr liegen hier nicht? Okay. Moin, Jerry. Muss hier einmal durch. Ich kann das nicht kopieren. Aua, Mensch. Oh, ich muss wieder was essen. So, wir wollen Mampfen. Den hier. Damn, give me a plate of this. Mensch, jetzt hau doch mal ab. Keiner mag dich, Jerry. Also mit so einer großen Bauphase habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. So. Nehmen wir gleich ein bisschen mehr weg. Und dann können wir uns noch einmal trinken holen. Ob das auffällt, wo ich unterwegs bin? So, sieht so ein bisschen verwüstet aus hier, ne? Hier wird großflächig abgeholzt. Also es wächst ja alles nach. Halb so wild. So. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Jetzt will ich mal gucken, komme ich hier von hier da hoch. Ja. Gut, dann geht ja... Oh. Mein Gedanke zu bauen, also es geht ja auf, ne? Wir haben so einen kleinen Jump'n'Run-Parcours.
Nur Jerry, der nervt ein bisschen. Ja. Kann hier nichts kopieren. Doch, jetzt. Habe ich auch richtig gebaut? Komm. Ja, ne? So, dann müssen wir noch mal ein bisschen Rasen holen. Es gibt bestimmt noch eine sparsamere Alternative, wie man sich da hätte hochbauen können, aber mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. So, den kopieren wir hoch. Der muss der. Hey! Was? Okay. Das war meine Schuld. Da war ich jetzt ein bisschen unachtsam. Ich habe vergessen, dass die Dämpfe uns ja nicht nur benebeln, sondern uns auch den Gar ausmachen. Da müssen wir da nochmal hinlaufen. Ich hoffe jetzt natürlich nur, dass die Spinnen nicht wieder zurück sind. Sonst hätte ich da ein dezentes Problem. Die sind ja noch schlimmer als Jerry. Ach, geht nicht. Oh, warte, das haben wir gleich. So. Frisch gestärkt gehen wir wieder zurück ans Werk. Unser Aufstieg ist ja fast fertig. Also zum Labor, wenn es denn da in der Fuge ist, da würde ich schon gerne mal hingucken. Ich hoffe, dass ich da jetzt richtig gebaut habe. Und dass die Spinne nicht zurück ist. Und eventuell, dass der Bombardierkäfer weg ist. Es wäre auch eine Möglichkeit, da wo die sind, wenn man die einbauen könnte. So, wenn die schlafen, kurz vier Wände drum zimmern, Hauptsache die kommen dann nicht mehr weg. Oh, okay, die Spinne ist nicht zurück. Das ist schon mal viel wert. Jetzt müssen wir einmal den zum Aufstieg. Oh, jetzt schläft der genau an der Baustelle. Oh. Ich guck mal, wenn wir hier so einen kleinen Bogen gehen. Okay, wir haben ihn nicht geweckt, das ist schon mal gut. So, jetzt wollen wir diese Platte hier oben nochmal hinsetzen. Okay, das war gut. Jetzt braucht man nochmal eine Wand hier drauf. Und nochmal Rasen. Also die Grasplatten. Möglicherweise habe ich ein bisschen mehr gewütet als nötig. Aber na, es gibt nie zu viel, ne? Abholzen kann man nie genug. Ja. Zu wenig abholzen, ja. Aber zu viel. So, wenn wir jetzt hier nochmal am Boden drüber setzen. Und, hepp. Oh, ich komme immer noch nicht hin. Okay, dann müssen wir die Wand nochmal erhöhen. Oh, ab wann fängt das an weh zu tun, wenn ich da runterspringe? Knöchel verstaucht. Mann, oh Mann. Das sieht ja aus wie Nachbarsgarten hier. Oh, jetzt nochmal zurück. Wie bei Hempels unterm Sofa. Oh. Okay. Okay, und jetzt brauchen wir nochmal einen Boden. Oh Gott. Ich muss mal kurz die Perspektive wechseln. So. So. Und so. Hier ist nichts.
Habe ich mich jetzt verguckt? Nee, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben schon mal einen Aufstieg. Das ist schon mal viel wert. Ah nee, da ist ja erst die... Oh Gott, muss ich noch weit nach oben? Bis da auf alle Fälle. Jetzt kriege ich hier nicht einen Sprung mehr hin. Okay, wir holen erstmal Rasen. 8 Stück. Habe ich ja doch nicht so gewütet, ne? Wir brauchen das ja wirklich. Oh, ich bin mal gespannt. Also mit der Waffe, wenn die wirklich so OP ist, dann dürfte uns auch die Wolfsspinne nicht mehr gefährlich werden. Oder zumindest nicht mehr so gefährlich. Aber ich glaube, die tötet uns ja mit einem Bissen, ne? So. Vielleicht hätte man eine Palette bauen sollen, die man damit hochnimmt. Aber dann hätte ich ja auch wieder ein Podest bauen müssen, ne? Wo wir die Palette raufstellen können. So. Also ich will zumindest gucken, ob ich hier richtig liege, ob das Labor wirklich dort ist. Und wenn das passt, dann holen wir uns diese Zange. So. Okay, das hat geklappt. So, den noch so. Ah, dieses Gelaufe, ne? Ich habe auch ein bisschen Angst, die Wolfsspinne, ob die hier in die Ecke auch hinkommt. Weil gesehen habe ich die ja. Also die ist ja an den Palisaden unterwegs gewesen. Aber vielleicht haben wir ja hier mit den beiden Igors hier ein bisschen Ruhe. Dass die uns notfalls beschützen würden. Und... So. Also da ist zumindest Licht, ne? Aber wir sind immer noch nicht hoch genug. Also wir müssen noch ein höher. Und ein Boden. Na gut. Aber wir haben es fast geschafft. All die Mühe hat sich gelohnt. Sofern da das Labor ist. Der Aufgang ist zwar ein bisschen umständlich, aber ich finde ihn gar nicht so verkehrt, ne? So. Hier rüber. Oh. Okay, jetzt ganz vorsichtig an der Kante. Öppa. Flamme können wir schon mal weglegen. Okay. Ich komme noch nicht ran. Wächst die Mauer? Kann ich so eine Wand? Warte mal. Jetzt müssen wir einmal schauen.
Ach Mensch, wir haben doch auch. Gibt's hier nicht noch ein Schmal? Nee, nur die Böden. Aber wir können die hier hinsetzen und den Rasen wegschmeißen. Also wir kämen ja eigentlich hier von ein Tiefer auch ran, ne? So, hier kommen wir rüber. Dann können wir die Wand auch noch wegnehmen. Oh Gott. Ach komm. Wir holen Rasen. 8 Stück, dann haben wir Ruhe. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Besser als wenn wir jetzt alles abreißen, dann stürzen wir da runter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, siehe da, wir haben alles aufgeräumt. Ja, Umweltverschmutzung am Arsch, ne? Na gut, da hinten liegt noch ein bisschen was rum und da habe ich auch noch einen vergessen, habe ich schon gesehen, aber vielleicht habe ich hier ein bisschen rumgemüllt. So. So. Aber im Großen und Ganzen, ne? Ist das ja okay. So, jetzt einmal hier rüber. Gut, jetzt brauchen wir nochmal einen Boden. Und die Möglichkeit, dass wir darauf kommen. Es sieht nicht gut aus. Da ist nur Erde. Da ist kein Labor. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Es sah so aus im Dunkeln. Oh nein, das kann doch nicht. Autsch, au, au. Das glaube ich jetzt nicht. Die ganze Arbeit umsonst. Da haben wir uns hochgebaut. Und hier ist das Labor. Okay, ich hab eine Idee. Und zwar auf der zweiten Etage dort. Aua, oh Mann, ey. Mach doch nicht einen auf den. So und so. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wenn ich den abreiße. Au! Okay, wir haben zumindest die Platten alle hier vorne. Minus 1. So, so. Wie weit muss ich noch? Oh Gott! Es tut mir leid. Ich wollte nicht im Weg sein. Autsch. Ach, jetzt habe ich alles verloren. Oh, hier so ein bisschen Kacke an der Wand. Hier kommen sie nicht hoch, ne? Nee. Da muss ich hin.
Das heißt, ich kann ja hier noch ein bisschen was abreißen. Das hier zum Beispiel. Und das hier. So, das brauche ich ja alles nicht. Da ist er. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast am Labor. Das kriegen wir noch hin. Da kommen wir doch rüber. Ja. Ich hätte hier mal die halben Böden nehmen müssen. Hier hätte ich nicht so einen Verbrauch gehabt. Hinterher ist man immer schlauer. Das ist super. Okay, wo ist die andere? Eine ist doch noch runtergefallen. Ah, hier. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal einen halben Boden. Aha. Da ist das Labor. Okay, jetzt müssen wir uns noch hocharbeiten. Ich reiß die da hinten auch ab, die brauchen wir nicht. So. Einmal weg. Toll. Wir nehmen 4 Stück mit. Oh, ein. Den haben wir hier auch alles aufgeräumt. Den größten Teil. So. Auf ein letztes. Und rüber. Und... Okay. Wir bauen eine halbhohe Wand. Ja, in schmal haben wir die nicht, ne? Ja, nehmen wir die hier. So, und dann setzen wir hier nochmal so eine Platte oben drauf. Wir sind da. Benötigt Sprengsatz. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Dein Ernst? Ich bin doch ein schlanker Boy. Ich passe doch hier durch, oder? Okay, hat vielleicht ein bisschen getäuscht. Vielleicht bin ich doch fett. Gut, alles klar. Zumindest haben wir jetzt schon mal das Labor gefunden. Wir haben einen Weg dorthin gebaut, professionell. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann bauen wir kurz einen Sprengsatz oder suchen Knochen. Da müssen wir mal schauen. Also wir müssen ja vorwärts kommen, aber irgendwie der Plan, es geht immer nicht so auf. Wir sind jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten dabei und haben eigentlich nichts geschafft. Ja, manchmal ist das eben so, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wie wir weitermachen, werdet ihr das nächste Mal sehen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich würde mich freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao.